Okay, hier kommt es für euch als kleines Weihnachtsgeschenk von mir. Frühzeitiges, das Übersetzungsvideo. Wenn du irgendwas hörst in Dating-Beziehungen und Liebe, wo du fragst, what the fuck, was soll das irgendwie? Teil 1, also antwortet gern runter, wenn ihr noch andere Sachen übersetzt haben wollt. Und denkt dran, meine Kurse werden teurer. Zum nächsten Jahr holt sie euch noch bis Silvester zum alten Preis. So, Ali, dann schieß mal los. Was ist denn die erste Sache, die übersetzt werden muss? Soll ich es auch so betonen? Ja, okay, wir tun es ja, wir tun's mal so. Ich vermisse dich. Ja, das ist im, wenn sich dein vielleicht toxischer, was weiß ich, narzisstischer, egoistischer Partner verabschiedet hast oder du hast dich getrennt und du hängst gerade mitten im beschissensten Liebeskummer deines Lebens, weil du in einer totalen Achterbahnbeziehung warst und es ist gerade 2 Wochen, also erst fühlt sich vielleicht noch gut und es ist gerade 2 Wochen rum und jetzt bist du so richtig am Arsch irgendwie. Dann kommt, ich sage immer, minimaler Aufwand, kommt die WhatsApp, ich vermisse dich, heißt im Grunde genommen, ich habe gerade nichts Neues gefunden irgendwie, wo ich irgendwie Energie rausziehen kann, es ist gerade langweilig. Wie kann ich mit minimalem Aufwand dich wieder ranholen? Also im Grunde genommen heißt das, mir ist langweilig, ich will wieder was zum Spielen haben, ich brauche wieder ein bisschen Sex und Aufmerksamkeit und wie kann ich das mit möglichst wenig Aufwand machen? Vielleicht schneide ich dann gleich noch rein. Also ist so ein bisschen, nimm es jetzt nicht zu ernst, ist auch ein bisschen, obwohl das schneide ich raus, das ist ja eh klar, dass es witzig ist, ne? Oder? Ja, Ja, okay. klar. Du bist einfach viel zu empfindlich. Also, es ist im Grunde genommen, wenn du gerade den fünften total ekelhaften Witz über dich gehört hast, der einfach völlig unter der Gürtellinie ist, gemein, fies, und du dich dann endlich mal aufregst und sagst, sag mal, wie kannst du sowas sagen irgendwie? Das geht nicht. Wie kannst du. Oder wie kannst du irgendwie dieser Kellnerin 25 Komplimente machen, der auf die Titten guckt die ganze Zeit und ich weiß nicht was. Dann kommt, du bist empfindlich, heißt, übersetzt, kannst du gefälligst meine ganzen Gemeinheiten, die ich dir sage, weil ich mich selber so ablehne und weil ich selber so voller Wut stecke, kannst du das bitte einfach akzeptieren, dass ich dich weiter missbrauchen kann? So die kurze Übersetzung. Oh, das ist jetzt mein Liebling. Ja? Es liegt echt nicht an dir. Also da gibt es zumindest eine gute Absicht in dieser Sache. Die gute Absicht ist, dem anderen nicht weh zu tun. Man tut ihm natürlich trotzdem weh, weil es heißt übersetzt, sorry, ich habe einfach überhaupt keine Gefühle mehr für dich. Ich finde dich auch nicht mehr hot und nichts. Und ich weiß nicht, wie ich es dir am besten sagen soll, dass ich möglichst schnell jemand anders daten will. Mir ist eigentlich alles egal, mir ist eigentlich alles wurscht. Dann sagt man, also ja, es liegt nicht an dir oder es liegt an mir. Übersetzt, ich habe keinerlei Interesse mehr an dir. Okay. Jemand macht einen miesen Witz über den Körper. Oh ja, das ist auch so eine Variante von der, ich bin zu empfindlich. Also das ist im Grunde genommen auch. Wahrscheinlich wolltest du von deinem, weiß ich nicht, Minuspol, was auch immer, wolltest du irgendwas, hast dich irgendwo durchgesetzt, hast irgendwie ihn zu irgendwas gezwungen, was eigentlich ganz normal ist oder was ihr verabredet habt. Kommt eine große Wut, also viele Menschen, über die wir sprechen, haben ja eine riesen Wut irgendwie aus ihrer Kindheit. Und um irgendwie Dampf abzulassen, musst du dir irgendwie eine totale Gemeinheit anhören. Sag mal, bist du eigentlich dicker geworden? Bist du grauer geworden? Bist du faltiger geworden? Bist du oder irgendwas oder irgendein gemeiner Vergleich? Übersetzung ist, ich meine es exakt genau so, weil danach kommt häufig, nein, das habe ich nicht so gemeint, nein. Aber glaub mir, es ist genau so gemeint. Ich muss mal 4 Wochen XY machen. Oh ja, das ist so die krasse Bindungsängstler-Variante. Wie gesagt, Bindungsangst ist nicht schlimm, wenn man sie klar ausdrückt, wenn man sagt, ja, ich brauche halt nicht oder ich möchte keine dünne Beziehung haben oder ich weiß es nicht. Aber wenn ihr voll Fahrt seid, gerade 3 Monate rum, Honeymoon, bla bla bla, und dann kommt plötzlich, ja, ich muss mal 4 Wochen meinen Hamster pflegen oder ich muss 4 Wochen, keine Ahnung, muss ich meine Doktorarbeit schreiben und du kannst leider überhaupt nicht sehen.
Heißt übersetzt, boah, die Bindungsangst ist gerade voll reingekickt bei mir. Ich spüre gerade gar nichts mehr. Ich muss mich jetzt erstmal riesige Wochen sammeln und einkriegen und merke gerade, ich kann diese Nähe ich überhaupt nicht ertragen. Und das ist so schlimm, dass ich nicht mal das vernünftig kommunizieren kann oder kann irgendwie einen Kompromiss finden, sondern ich muss jetzt hier meinen bindungsängstlichen Kopf durchsetzen, darf es natürlich auch nicht sagen, weil dann würde ich den anderen ja völlig verschrecken. Ja, das kommt dann aber raus. Ich liebe dich. Ja, ich liebe dich natürlich eigentlich in einer normalen Beziehung wunderschön. Wenn du jetzt jemand hast, der das so sagt mit Fragezeichen, ich liebe dich, ist die Übersetzung, liebst du mich eigentlich? Also dann will man es zurück, will es eigentlich gar nicht sagen, vielleicht will man es auch sagen, aber will es vor allen Dingen zurückhören, weil man selber so komplett unsicher gerade ist irgendwie. Ich will dich unbedingt wiedersehen. Ja, das ist so auf dem Date, wenn jemand da völlig abgeht. Du hast ihn gerade auf einer elendigen Online-Börse kennengelernt und jemand, den habe ich gerade kennengelernt, ihr kennt euch überhaupt noch nicht. Was weiß ich, und ihm macht, ich will dich unbedingt wiedersehen. Das ist ja so toll, dieses Date, heißt übersetzt. Wahrscheinlich wirst du spätestens in 24 Stunden einen Anruf kriegen, wo jemand sagt, du, ich fühl's einfach nicht, wir haben keine Chemie und du dir am Kopf kratzt und fragst, was soll das? Aber ja, es soll eigentlich gar nichts raus, dass jemand einfach nicht weiß, was er macht, was er tut oder fünf andere in der Pipeline hat, die jetzt gerade wichtiger sind oder ja. Passt wahrscheinlich zum nächsten Satz. Ich habe gerade noch keine Zeit für ein Date. Ja, das ist so der Klassiker des, ja, wie soll ich mal sagen, getexteten Datings. Also, was weiß ich, ihr tauscht irgendwo Nummern, aber das wäre ja schon die Luxusversion, aber ihr habt euch auch wieder auf einer weiteren elendigen Online-Börse kennengelernt und ja, also ihr schreibt euch. Du als Frau musst vielleicht sogar sagen, sag mal, wollen wir uns jetzt nach irgendwie gefühlten fünf Büchern, die wir getextet haben, nicht mal treffen? Aber kann auch andersrum sein. Und dann in dem Fall jetzt der Mann sagt dann, nee, also ja, es ist keine Ahnung, ich muss, weiß ich nicht, ich habe gerade noch einen Termin in Australien oder muss meine Goldfischsammlung, muss ich irgendwie noch erweitern oder ich weiß nicht was. Und heißt übersetzt, ich habe null Interesse an dir eigentlich, aber eigentlich na, ein bisschen. Ich habe 1 Punkt, 1% Interesse an dir. Das reicht gerade so dazu, dass du so in meiner Texting-Schleife bleibst für den Fall, dass mal überhaupt niemand anders da ist, den man treffen könnte. Dann würde ich eventuell ein vielleicht Date mit dir ausmachen. Oh, noch ein weiterer Liebling. Du bist meine Seelenpartnerin. Oder mein Seelenpartner. Ja. Also wie gesagt, das gut, habe ich ja eigentlich so gemacht. Heißt übersetzt eigentlich, wir haben hier gerade ganz schlimme Wundenanziehung. Meine Wunden und deine Wunden ziehen sich gerade komplett an. Ich habe hier ein schönes Vertrautgefühl, dass es genauso beschissen ist, wie es vielleicht zu Hause war irgendwie. Und es fühlt sich gerade so richtig schön vertraut an, obwohl man schon fünf rote Flaggen irgendwie übersehen hat. Dann sagt vielleicht jemand, du bist mein Seelenpartner, kann alles Mögliche heißen, heißt es ganz oft auch, ich lovebombe dich jetzt mal bis zum geht nicht mehr. Beziehungsweise kann auch sein, dass es wirklich gefühlt wird, weil man gerade so einen toxischen Brunnen reinfällt und ja, heißt eigentlich Achtung, 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 Red Alert, Ich bin ein ganz klitzekleines bisschen bindungsängstlich. Und das heißt, ich bin fucking mega bindungsängstlich. Das ist die Übersetzung. Ich bin bindungsängstlich des Grauens. Also wenn das jemand schon sagt, wird ja oft wird die Wahrheit gesprochen auf dem ersten Date. Wisse, was du tust. Also wenn du meinst, du kannst das handeln, okay, ist ja auch schön, wenn jemand ehrlich ist. Aber es heißt in der Regel, ich habe ein fucking Bindungsangstproblem irgendwie. Ja. Ich habe oder vielleicht ich hatte eher immer Pech in der Liebe. Das ist so einer meiner All-Time-Favoriten. Heißt im Grunde genommen, ich sehe mich immer als Opfer meiner Beziehung, ich sehe überhaupt keinen eigenen Anteil und ja, und heißt übersetzt,
zu 99% werde ich auch unsere Beziehung vor die Wand fahren, beziehungsweise nichts dagegen tun, wenn du sie vor die Wand fährst. Das wird das Gleiche mal rauskommen. Es sei denn, ich hätte Christians Kurse gemacht oder hätte mal an mir gearbeitet. Aber wenn das nicht der Fall ist, Code Red Alert. Okay, das Letzte ist, kommt jemand gleich auf dem ersten Date zu spät? Ja, das heißt, ich erwarte, also klar, 5 Minuten ist ganz normal, aber wenn das jetzt 20 Minuten sind gleich, heißt es im Grunde genommen, ich fahre deine Erwartungen gleich mal runter, dass du bloß keine große Erwartung an mich hast und werde dir natürlich reindrücken, wenn du dich jetzt aufregst darüber, dass ich eine halbe Stunde zu spät gekommen bin, werde ich dir reindrücken, ja, wie unflexibel du bist und wie scheiße du bist und dass du, wie uncool du bist und dass du gefälligst deine Standards mal gleich über einen Haufen schmeißen sollst. Ja, okay, sehr schön, kommt gut ins Richtung Weihnachten, in dieser herrlichen Lockdown-Zeit und wir werden uns bald wiedersehen.